So, willkommen zurück. Bevor wir jetzt mit dieser Qigong-Übung anfangen, möchte ich noch ein paar Dinge sagen. Und zwar bezüglich der Effizienz und dem Erreichen von positiven Ergebnissen. Es kommt ein kleines bisschen darauf an, in welchem generellen Gesundheitszustand ihr euch befindet. Wenn eine Person zum Beispiel 30 Jahre lang vor dem Computer gesessen hat, keine Bewegung hatte, vielleicht sogar noch einen schlechten Lebensstil hatte, dann braucht diese Person sicherlich eine leicht andere Vorgehensweise als eine Person, die schon seit Jahren zum Beispiel Yoga praktiziert oder andere Sportarten macht. Also man muss immer verstehen, dass Qigong nicht so eine Übung ist, die dann nach ein paar Mal auf einmal alle Probleme löst und wieder die Gesundheit herstellt. Man muss natürlich auch dementsprechend da seine Zeit für aufwenden und trainieren und auch die Methode erst einmal auf tiefgründige Art und Weise verstehen. In meinem umfangreichen Komplettkurs zum Beispiel, da gehe ich durch verschiedene Schritte. Ich bereite wirklich den Körper für jede Person, egal ob das jetzt jemand ist, der ganz neu ist oder jemand, der eine fortgeschrittene Position hat, sage ich einmal. Da gehe ich wirklich durch verschiedene Schritte, um den Körper ganz direkt vorzubereiten für die Qigong-Übung, bevor wir überhaupt in die mehr fortgeschrittenen Übungen gehen. Also wir konzentrieren uns für eine Weile wirklich auf das Erstellen eines starken Fundamentes, bevor wir dann in die anderen Qigong-Übungen übergehen. Aber jetzt, um einmal diesen Minikurs zu unterrichten, um euch einmal zu zeigen, wie denn meine Unterrichtsstunden aufgebaut sind und wie so eine Lektion aussieht, da werde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass ihr schon zum Teil durch diese anderen Lektionen gegangen seid, schon ein Fundament für euch aufgebaut habt. Und ja, von diesem Punkt werden wir jetzt unsere Zhanzhuang-Übung starten. Also ich hoffe, dass ihr gerade ein paar Minuten Zeit mitgebracht habt, dass ihr vielleicht eine schöne Ecke irgendwo in eurer Wohnung habt mit ein paar Pflanzen oder vorm Fenster. Ihr sollt euch hauptsächlich erst einmal wohlfühlen und geborgen fühlen und hoffentlich nicht zu viel Stress mitbringen, sodass euer mentaler Geisteszustand auch relativ ruhig und friedvoll ist. Das heißt, ihr macht jetzt nicht schnell eine Pause neben eurem stressigen Arbeiten, sondern ihr nehmt euch wirklich die Zeit dafür, jetzt für ein paar Minuten euch auf euch selbst zu konzentrieren. Alles klar, dann lass uns mal anfangen. So, wir nehmen jetzt als erstes die Qigong-Grundhaltung ein. Okay? Dafür möchte ich, dass ihr euch einfach mit den Füßen schulterweit auseinander hinstellt. Die Füße sind parallel. Als nächstes werden wir Schritt für Schritt von unten bis nach oben die Anweisungen einmal durchgehen, damit ihr schon mal eine Vorstellung habt, wie diese Grundhaltung aussehen soll. Und danach werden wir von oben nach unten noch einmal durch die Anweisung gehen, aber dieses Mal ein bisschen anders. Wir werden uns auf eine ganz spezielle Art und Weise hinstellen. So, um einmal zu erklären, dieser Punkt hier des Fußes, hier, den nennt man Yongquan-Punkt. Ich möchte, dass ihr euer Gewicht jetzt so gleichmäßig wie möglich auf den Füßen verteilt. Ein kleines bisschen weiter nach vorne ist immer besser als auf den Hacken. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr euch auf diesen Yongquan-Punkt stellt sozusagen. Um das einmal auszuprobieren, könnt ihr euch zunächst einmal mit den Knien komplett durchgedrückt, das ist noch okay, kein Problem, hinstellen und dann langsam aber sicher das Gewicht einfach so nach vorne verlagern. Irgendwann kommt ihr zu einem Punkt, an dem ihr fühlt, wie sich die Gewebe in ungefähr der Mitte oder dem vorderen Drittel des Fußes leicht auseinanderspreizen. Und dieses Gefühl ist das, was wir während dieser ganzen Grundhaltung immer aufrechterhalten wollen. Okay? Nachher, wenn ich euch andere Anweisungen gebe, werdet ihr wahrscheinlich wieder dieses Gefühl vergessen. Das heißt, ihr müsst immer wieder gucken, oh, wo sind meine Füße gerade, wie ist mein Gewicht gerade verlagert. Aber ich werde euch daran erinnern. Als nächstes möchte ich, also wenn ihr das Gewicht so verlagert habt, ne, auf dem vorderen Teil der Füße, möchte ich, dass ihr die Knie beugt, nur leicht, ganz kleines bisschen. Die kompletten Beine so gut wie es geht entspannt, die Hüfte entspannt. Und dann hier das Becken ein kleines bisschen kippen. Okay, am Anfang werden wir noch ganz bewusst diese Bewegung machen und später werden wir einfach nur das Becken nach unten lösen und entspannen und dadurch dann diese Haltung hinkriegen. Wenn ich sage,
Becken kippen, dann bedeutet das so, okay? Also nicht so ein Hohlkreuz machen, sondern sozusagen so das Becken leicht verdrehen, leicht kippen. Okay, wie gesagt, später, nachher, in dem zweiten Durchgang von oben nach unten, werden wir das ein kleines bisschen anders machen, aber das gibt euch schon mal so eine Idee, in welcher Position das Becken nachher sein soll. Okay, und dann entspannt ihr auch hier wieder das Becken komplett. Also erst in die Position begeben und dann entspannen. Versucht die Pobacken zu entspannen. Das hört sich natürlich am Anfang immer ein bisschen lustig an, aber es ist sehr wichtig, weil wenn die Pobacken angespannt sind, dann werdet ihr automatisch auch sehr viel Spannung in dem ganzen Bereich der Hüfte haben und das wird später darin resultieren, dass sich das Becken nicht ordentlich nach unten lösen kann. Okay, das heißt, euer Oberkörper wird immer steif auf eurem Unterkörper aufgesetzt sein und das wollen wir halt vermeiden. Okay, also immer wirklich schön entspannen. So, als nächstes den ganzen Brustkorb entspannen und die Schultern. Schön die Schultern nach unten entspannen, die Schulterblätter schmelzen sozusagen hinten am Rücken runter, ziehen einfach nur nach unten, als würde die Schwerkraft sie einfach nur schön nach unten leiten. Und dann bringen wir die Krone des Kopfes, und zwar dieser Punkt des Kopfes, nicht hier vorne, sondern hier nach oben. Als wäre hier ein Faden befestigt und jemand zieht den Kopf so nach oben, aber nur ganz leicht. Okay? Ihr werdet merken, dass sich dadurch das Kinn automatisch ein kleines bisschen nach innen bewegt. Wenn ihr diese Krone des Kopfes oder diesen Punkt, der nach oben gezogen werden soll, finden wollt, könnt ihr zum Beispiel einfach von den oberen Enden, Stellen der Ohren, eine Linie zeichnen und da, wo die Finger sich dann treffen, das ist die Krone des Kopfes. Also das ist mehr oder weniger genau der Bereich über der Halswirbelsäule. Okay? Das sind die ersten groben Anweisungen, die euch in diese Position begeben. Jetzt arbeiten wir uns von oben nach unten. Dafür drücken wir erstmal die Knie wieder durch. Stehen einfach nur ganz gerade. Das erste, was wir jetzt machen, ist die Krone des Kopfes nach oben ziehen. Nicht zu doll, nur leicht. Das zweite ist, den Bereich des Gesichts zu entspannen, den Hals entspannen. Ihr werdet vielleicht merken, wie im hinteren Nacken eine leichte Dehnung ist, durch dieses nach oben ziehen der Krone. Und das ist normal, okay? Und das wollen wir so haben. Als nächstes möchte ich, dass ihr euch auf das Schlüsselbein konzentriert. Und das Schlüsselbein nach unten entspannt. Schulterblätter nach unten entspannt. Okay? Hört vielleicht erst einmal nur zu, was ich sage, weil ihr könnt vielleicht in dem Video nicht genau erkennen, was ich jetzt gerade mache, weil die Bewegungen sehr minimal, sehr klein sind. Es kommt wirklich darauf an, dass ihr mit eurer Aufmerksamkeit in eurem eigenen Körper seid und wirklich versucht, diese Anweisungen zu realisieren. Okay, jetzt stellt euch vor, der Kopf und das Schlüsselbein, also auch der obere Bereich der Schultern hier, ist wie so ein Kleiderbügel. Wenn die Krone des Kopfes nach oben zieht, leicht erhoben wird, ist das so, als würdet ihr diesen Kleiderbügel über eine Kleiderstange hängen. Okay? Das ist ein sehr hilfreicher Tipp, weil was wir als nächstes machen wollen, ist, wir wollen den Rest des Körpers, also alles, was da unter ist, unter diesem Kleiderbügel, nach unten hin entspannen. Das heißt, der Kopf und der Bereich des Schlüsselbeins, der bleibt genau da, wo er ist, aber der Rest wird von der Schwerkraft nach unten gezogen. Also, als nächstes den Brustkorb entspannen und die Schulterblätter nach unten schmelzen lassen. Der Kopf bleibt genau da, wo er ist. Der ganze Brustkorb entspannt sich. Die Arme hängen ganz locker. Wenn ihr nicht sehr viel Spannung in den Schultern habt, werdet ihr vielleicht merken, wie ihr eine kleine Empfindung in den Ellbogen habt, einfach dadurch, dass die Schulterblätter sich nach unten ziehen. Und dadurch kommen die Arme auch automatisch leicht nach außen. Als nächstes
möchte ich, dass ihr euch ganz bewusst auf das Becken konzentriert. Das ganze Becken soll jetzt nach unten gelöst werden, aber der Kopf und dieser Kleiderbügel, diese Struktur bleibt immer genau da, wo sie ist. Okay? Also ihr bewegt diese Position nicht, aber ihr löst jetzt das Becken nach unten, so gut wie es geht. Am Anfang ist es vielleicht ein kleines bisschen schwerer, je nachdem, wie verspannt die ganze Hüfte ist. Aber so gut wie es geht. Okay? Und versucht diesen Prozess immer wieder zu wiederholen. Also immer den Kopf nach oben entspannen und dann das Becken nach unten lösen. Wenn ihr jetzt das Becken entspannt, werdet ihr merken, dass ihr automatisch die Knie beugt. Okay, damit das Becken überhaupt sich nach unten lösen kann, müssen die Knie also leicht gebeugt sein. So, und ihr wiederholt jetzt immer wieder diesen Prozess zwischen der Krone des Kopfes und dem Becken. Krone bleibt erhoben wie ein Kleiderbügel und der Rest des Körpers ist wie so ein nasser Pullover, der schwer einfach an diesem Kleiderbügel hängt und nach unten zieht. Okay, die ganzen Gewebe entspannen sich und rutschen sozusagen durch die Schwerkraft, durch ihr eigenes Gewicht nach unten. Okay. Wenn ihr das richtig macht, dann werdet ihr irgendwann vielleicht spüren, wie sich der Bereich der Taille ein kleines bisschen unter Spannung anfühlt. Nicht verspannt, sondern nur leichte Spannung. Und das macht auch Sinn, wenn ihr euch die Anweisung einmal genauer anguckt, weil wir haben ja hier zwei gegensätzliche Kräfte. Zum einen zieht das Becken und der ganze Rest des Körpers nach unten und zum anderen die Krone des Kopfes nach oben. Okay? Das resultiert dann in einer leichten Dehnung der Wirbelsäule. Also zwischen jedem Wirbel habt ihr ein kleines bisschen Raum und die Gewebe können sich öffnen. Dieser Zustand, vor allem wenn man die Gewebe nachher alle nach unten hin lösen kann, zu den Füßen hin, der nennt sich Sung. Und der ist sehr wichtig, um verschiedene Transformationen im Körper hervorzurufen. Okay? Durch das Dehnen dieser Gewebe kann Qi dann nämlich in die Gewebe eindringen und dort eine Veränderung hervorrufen. Da haben wir aber heute nicht die Zeit, darüber zu sprechen. So, wieder ein bisschen nach oben. Krone des Kopfes bleibt da, wo sie ist. Becken entspannt sich nach unten. Als nächstes möchte ich, dass ihr einmal wieder guckt, ob die Füße, das Gewicht auf den Füßen immer noch gleichmäßig aufgeteilt ist oder ein kleines bisschen weiter nach vorne. Ob ihr immer noch dieses Gefühl der gespreizten Gewebe in den Füßen spüren könnt. Wenn ihr in dieser Position steht, das wäre eure Wuji-Haltung, je nachdem, welche Aufmerksamkeit ihr nutzt. Am Anfang geht es natürlich darum, dass ihr immer wieder den Körper abscannt und ganz bewusst entspannt. Und später könnt ihr wirklich in dieser Position stehen und in einen sehr meditativen Zustand kommen. Alleine diese Position, diese Haltung mit den Bindegeweben und Faszien leicht gedehnt, aber gedehnt durch die Entspannung der großen Muskeln, könnt ihr schon sehr viele positive Ziele erreichen. Okay? Da passiert schon sehr viel. Von außen still, von innen Bewegung. Ihr findet Bewegung in Stille. Euer Qi kann sinken, wenn die großen Muskeln alle nach unten entspannt werden und die Struktur der Knochen wie am Schweben ist, also leicht erhoben ist. Die Gelenke sind alle geöffnet. Ihr habt keine geschlossenen Gelenke, wo dann Qi verengt sein kann oder nicht ordentlich durchfließen könnte. Okay, das ist eure Grundstellung für Qigong. Und diese Prinzipien, die werden prinzipiell immer in allen Qigong-Methoden angewendet. Okay, wenn diese Prinzipien nicht herrschen, dann ist die Methode ja vielleicht nicht authentisch oder bezieht sich einfach auf etwas anderes. Aber das hier sind sehr wichtige Prinzipien für Qigong und die innere Körperentwicklung und Qigong und Gesundheit. Okay, so, um jetzt einmal von hier zu dem nächsten Schritt zu kommen, möchte ich, dass wir
uns erst einmal nur auf die Schulterblätter konzentriert. Okay, wir konzentrieren uns auf die Schulterblätter und sie werden schön schwer, schmelzen einfach wieder an Rücken nach unten. Um jetzt in diesen kleinen dynamischen Aspekt zu kommen, was ich euch versprochen hatte, eine Übung, die ein kleines bisschen ähnlich ist wie manche Daoyin-Übungen. Dafür möchte ich, dass ihr jetzt die Arme in die Janjuan-Position begebt, aber das ganz langsam, okay, während die Aufmerksamkeit, die mentale Präsenz auf den Schulterblättern bleibt. Das heißt, ihr bewegt die Arme ganz langsam nach oben und stellt immer sicher, dass die Schulterblätter immer noch nach unten hängen und ihr damit immer noch die Schultern und die Arme mit dem Rest des Körpers verbunden habt. Okay? Wenn ihr dann in dieser Position steht, konzentriert ihr euch erst einmal weiterhin nur auf die Schulterblätter. Euer Becken ist immer noch entspannt. Ihr sitzt leicht in dem Quad, dieser Bereich hier. Okay, ihr seid sehr entspannt. Die Leiste, ganze Leistengegend ist entspannt. So, um einmal Janjuan, die Position zu erklären. Wir haben hier einen Kreis. Also hier so eine Kreisform, die wir mit den Händen, den Arm und der Brust eingehen. Die Handgelenke, Ellbogen sind alle leicht gebeugt. Die Schulterblätter ziehen nach unten. Aber trotzdem habt ihr ein kleines bisschen Kraft, die von vorne kommt. Okay? Also ihr lässt sie nicht einfach nur hängen, so schlapp, sondern ihr habt ein kleines bisschen Kraft, die nach vorne ausgeübt wird und dadurch öffnen sich die Schultergelenke, während sie unten mit den Schulterblättern nach unten hängend bleiben. Okay? Das heißt, ihr könnt in diesem Zustand Tsung sein. Die Knochen und Gelenke sind geöffnet, aber trotzdem können die großen Muskeln noch nach unten entspannen. Die Handflächen sind offen. Dieser Punkt hier nennt sich Laogong. Ihr spreizt also die Gewebe zwischen den Knochen in den Fingern leicht, okay, leicht nach außen. Ihr wollt die Hände nicht zu schlapp haben, aber ihr wollt die Hände auch nicht zu angespannt haben. Ihr wollt die Handfläche, Laogong, nur so weit öffnen, wie notwendig, dass ihr die Gewebe spürt hier, wie sie sich leicht auseinanderspreizen. Zwischen den Fingern genauso, okay, da ist ein bisschen Platz zwischen jedem Finger. Die Finger berühren sich nicht. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr so einen großen, aufblasbaren Qi-Ball vor eurer Brust haltet. So, in dieser Haltung geht ihr jetzt alle Anweisungen nochmal durch. Ihr fangt mit den Füßen an. Guckt einmal, ob das Gewicht noch gleichmäßig verteilt ist oder ein kleines bisschen am vorderen Ende der Füße ist. Die Gewebe spreizen sich. Die Knöchel, Knie und Hüftgelenke sind in einer Linie, damit das Gewicht, die Masse eures Körpers wirklich nach unten hin durch die großen Knochen der Beine geleitet werden kann. Das Becken ist entspannt. Okay, Brustkorb ist entspannt, die Schulterblätter, die sind immer noch nach unten hängend, schmelzen immer noch nach unten. Krone des Kopfes ist leicht erhoben. Um jetzt zu dem Teil der Dynamik zu kommen, wie ich das versprochen hatte, atmet ihr ein. Und bringt die Hände nach außen, ihr öffnet sozusagen die Arme und atmet aus, kommt wieder in die ursprüngliche Stellung zurück. Einatmen, öffnen,
Ausatmen. Schließen. Macht diese Bewegung zusammen mit dem Rhythmus eurer Atmung. Also egal, ob das schneller ist, als ich das gerade mache, oder langsamer. Koordiniere einfach die Bewegung mit der Atmung. Versuch, den Brustkorb so entspannt wie möglich dabei zu halten. Die Schulterblätter bleiben unten, auch während dieser Bewegung. Die Handflächen sind noch immer geöffnet, Laugung ist geöffnet. Und jetzt möchte ich, dass ihr euch, wenn ihr einatmet, auf den Bereich der Brust und hier konzentriert. Und wenn ihr ausatmet, einmal schaut, wie sich diese Empfindungen wieder ändern. Okay? Wenn ihr einatmet, spürt ihr vielleicht, wie ihr eine leichte Dehnung in dem Bereich des Brustkorbes habt. Zwischen den Rippen, die interkostalen Muskeln, die bewegen sich leicht auseinander, sie öffnen sich. Und dann ändert sich der Zustand wieder, wenn ihr ausatmet und die Handflächen zusammenbringt. Einatmen. Ihr wollt aber hier keine starke Dehnung spüren. Also ihr wollt das nicht übertreiben und wieder nur den äußeren Bereich und die Muskeln beanspruchen. Ihr wollt wirklich immer sehr entspannt bleiben, damit ihr die Muskeln aus der Gleichung nehmen könnt. Damit ihr wirklich die Bindegewebe und Faszien und tieferen Teile der Muskeln beanspruchen könnt und dehnen könnt und öffnen könnt. Okay, das ist sehr wichtig. Immer wieder den Körper durchscannen. Sicherstellen, dass alle Bereiche entspannt sind. Sind deine Pobacken entspannt? Hängt das Becken nach unten? Löst sich das? Hast du eine leichte Dehnung in der Wirbelsäule? Durch das Erheben der Krone des Kopfes und dem nach unten Lösen des Beckens. Einmal noch. Und dann kommen wir in unsere Zhanzhuang Position zurück. Und in dieser Position kultivieren wir einfach Stille. Wir scannen den Körper von oben nach unten und versuchen immer wieder diese Prinzipien anzuwenden, uns so doll wie möglich zu entspannen. In dieser Position könnt ihr gerne für 5, 10, 20 oder sogar mehr Zeit stehen. Wenn ihr mit 5 Minuten anfangt, ist das überhaupt gar kein Problem. Das ist eine gute Grundbasis, denke ich einmal. Und am Anfang werdet ihr vielleicht merken, wie die Arme leicht schlapp werden. Und auch das ist überhaupt kein Problem. Es bedeutet nur, dass da noch ein bisschen viel Spannung im Bereich des Rückens, Schultern, Brustkorb ist. Aber auch durch das Öffnen der Brust und dem Dehnen und der Gewebe könnt ihr da schon wieder bessere Ergebnisse erzielen und mehr Entspannung kultivieren. Wenn ihr in der Lage seid, später die Schultern, vor allem auch die Schulterblätter, wirklich effizient zu entspannen,
dann werdet ihr merken, wie sich auf einmal die Gewebe alle miteinander verbinden. Sie stützen sich fast schon aufeinander ab. Das heißt, ihr werdet in der Lage sein, in dieser Haltung für ganz lange Zeit zu stehen und somit dann auch in einen sehr tiefen Meditationszustand kommen. Das ist dann, wo ihr wirklich diese sehr effektiven, wirksamen Ergebnisse erzielen könnt. Okay? Wenn ihr wirklich auf tiefe Art und Weise den ganzen Körper in dieser Position entspannen könnt. Okay, am Ende eurer Zeit, wir sagen jetzt mal, die 5 Minuten sind abgelaufen, atmet ihr wieder ein, Arme geöffnet, atmet aus, schließen, öffnen. Ihr macht diese Übung noch ein paar Mal. Mit eurem Atem koordiniert. Und dann lasst ihr ganz langsam die Hände und Arme nach unten kommen. Platziert die Handflächen auf den unteren Dantien, den Bereich unter dem Bauchnabel. Und beobachtet einfach nur eure Empfindungen. Versucht nichts zu manipulieren, einfach ganz natürlich atmen. Seid einfach nur aufmerksam. Dann könnt ihr den unteren Bauch massieren. Kreisförmige Bewegungen machen. In beide Richtungen. Könnt ihr mit den seitlichen Fäusten leicht auf den Dantien klopfen. Da könnt ihr die Nieren mit den Handrücken massieren. Das ist gerade bei mir wegen des Mikrofons ein kleines bisschen schwierig. Also mit beiden Händen hinten die Nieren massieren und abschließend einmal die Hände ganz schnell aneinander reiben, sodass sie wirklich schön warm werden und das Qi zur Oberfläche der Haut kommt. Und dann platziert ihr die Hände auf das Gesicht, auf die Augen. Entspannt. Streicht einmal über den Kopf, hinter den Ohren. Schüttelt eure Hände aus, eure Beine und beendet eure Übung. Das war einmal eine Lektion, so wie sie auch in meinen Online-Kursen zum Beispiel aussieht. Ich habe immer viele verschiedene Videos, 1 oder 2 Videos pro Lektion. Dazu kommt dann noch theoretisches Wissen, Beiträge oder verschiedene Aufsätze, sage ich einmal. Auch hier habe ich dieses Material für euch zur Verfügung gestellt. Und zwar werdet ihr irgendwo neben oder unter diesen Videos entweder einen Knopf finden oder direkt die Artikel, die sich dann direkt auch auf diese Lektion beziehen. Und dort könnt ihr dann alles nochmal genau durchlesen und gegebenenfalls auch noch zusätzliche Informationen
kriegen. Ich hoffe, dass euch dieser Zhanzhuang-Kurs gefallen hat, dass ihr euch sehr gut fühlt. Wenn ihr diese Übung zu Hause nochmal praktizieren wollt, und ich rate euch wirklich, wenn ihr Zeit habt, das am besten 10, 15 Minuten pro Tag zu machen, es wirkt sich sehr gut auf eure Gesundheit aus, dann könnt ihr euch einfach so hinstellen, durch die Prinzipien alle durcharbeiten, also die Füße parallel, das Gewicht gleichmäßig verteilt, Knie, Knöchel, Hüftgelenke in einer Linie, Knie leicht gebeugt, das Becken entspannt sich, löst sich nach unten. Generell der ganze Körper entspannt, als Faustregel, Krone des Kopfes zieht nach oben, kommt ihr in eure Zhanzhuang-Position, haltet diese für ein paar Minuten, geht wieder durch die Prinzipien durch, dann atmet ihr, öffnet die Arme, atmet aus, schließt sie wieder, konzentriert euch auf den Bereich der Brust, versucht wirklich die Muskeln zu entspannen und die kleinen Faszien, Bindegewebe auch zwischen den Rippen zu öffnen, Platz im Brustkorb zu schaffen. Dann steht ihr in der normalen Zhanzhuang-Haltung für eine Weile, 5 Minuten, 10 Minuten, je nachdem, wie ihr das könnt. Dann kommt ihr wieder, öffnet, schließt, noch ein paar Mal Hände zum unteren Bauch und dann geht ihr durch diese letzte Sequenz. Und dann immer nicht vergessen, am Ende ein bisschen den Körper ausschütteln. Ihr habt sehr viel Qi kultiviert. Wenn ihr den Körper ausschüttelt, dann kann sich alles, was sich irgendwo im Körper vielleicht noch angesammelt hat oder noch nicht ordentlich abgeflossen ist, sage ich einmal, lösen. Und dann könnt ihr auch wieder mit dem Rest eures Tages weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt durch diesen Kurs eine kleine Übung, die ihr zu Hause machen könnt. Wenn ihr mehr über Qigong, insbesondere auch Yi Jing Jing Qigong, wissen möchtet, dann dürft ihr natürlich gerne den Link hier auch irgendwo unten klicken. Dort werde ich dann noch einmal meinen Komplettkurs verlinken. Und zwar ist das ein Komplett-Qigong-Kurs, der sich mit Yi Jing Jing Qigong befasst. Über 60 Videos, über 17 Stunden Material. Und diesen Kurs biete ich, je nachdem wann du dieses Video siehst, zum halben Preis an. Und zwar einfach nur, weil ich der Meinung bin, dass wir in diesen Corona-Zeiten, in denen ich mich gerade befinde, viel Zugang zu vor allem auch kostengünstigen Material haben sollten. Einfach damit jedermann diesen Zugang hat, um etwas für seine oder ihre Gesundheit und Vitalität mental sowie körperlich tun zu können. Alles klar, das war's von mir und ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. Mach's gut und bleib gesund.